Respawn Entertainment. EA. Unreal Engine. Lucasfilms LTD, was auch immer. Star Wars Jedi Fallen Order. EA. EA Sports. Cinegame. Oder sowas. Immer wenn ich das sehe, muss ich das sagen. Es tut mir leid. Du kannst Star Wars... Ja, ist eine gute Idee. Einen Moment. Ja, ruhig. Muss gleich erstmal den Zaun anpassen. Ich war noch nie drin. Ich habe direkt Aufnahme gestartet. Die Helligkeit. Auf der linken Seite gerade so sehen kann. Ich sehe nichts. Ich hab Kopfhörer. Alter, ist das laut? Ist das bei euch auch so laut oder bin nur ich so laut? Neue Rabai-Option, Gameplay. Ist mir doch alles egal. Grafik. Bewegungsunschärfe. Ist ja egal. Was haben wir denn hier? Bin ich gut, gut. Alles gut, Audio. Upsala. Wieso ist das wird gar nicht leiser, ne? Doch. Die Musik muss nicht so laut sein, weil ich sowieso nur weggestrikt und alles. So. Effekte, Dialog. Lassen wir mal alles laut. Extras, was ist das? Nutzungsdaten freigeben. Ist das auf an oder aus? Aus, an, aus, an, aus? Keine Ahnung. Müsste auf aus sein. Haben die automat Benutzungsdaten an? Das ist ja... So, dann beginnen wir mal. Go. Paradefenster. Eingehender Schaden, Gegner. Spieler, die sich auf die Story konzentrieren möchten und minimale Kampferfahrung suchen. Spieler, die mit Nahkampf-Action-Spielen nicht vertraut sind und eine einfache Herausforderung suchen. Das ist schon eine Beleidigung. Spieler mit Nahkampf-Action-Spielen vertraut sind und eine Herausforderung suchen. Nein. Wir spielen auf Jedi-Ritter. Ganz einfach, weil ich muss während der Aufnahme nicht leiden, ja. Ich werde schon genug leiden. Und außerdem habe ich mir sagen lassen, dass es tatsächlich echt schwierig ist, auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Wenn es zu leicht ist, machen wir es schwieriger, können wir ja jederzeit. Ich hoffe, das passt vom Sound. Ich habe es nicht getestet. Einfach gut Glück rein und Schlitz und... Ach so, ich habe mir überlegt... Okay, nachher. Ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Band 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir.
An die Arbeit! Hier lang! Bin gleich hinter dir. Ruhig, Brauner, ruhig. Wir machen vielleicht ein Ticken leiser. Kann man irgendwo eine Gesamtlautstärke? So. Also die Grafik sieht echt schon mal nicht schlecht aus. Tschö. An die Steuerung muss man sich gewöhnen. Die ist etwas ziemlich schnell für Controller. Aber man merkt, ihr seht hier die Bewegungsunschärfe. Die ist krass. Aber ich lasse mal an. Okay, daran muss man sich gewöhnen. Ich habe keinen Doppelsprung. Ausweichen, sehr schön. Ich habe Ausweichen entdeckt. Okay, ich kann es nicht kombinieren. Ich muss da bestimmt rüber. Dann musst du mehr arbeiten. Nicht nur rumsitzen und deinen Lohn kassieren. Aber da oben ist es voll gefährlich. Natürlich ist die Arbeit gefährlich. Und was ist, wenn ich abstürze? Genau, was ist, wenn ich abstürze? Ich mache die Musik noch was leiser. Weil ich mag das nicht, wenn ich Musik läuft. Ich habe eine Familie zu ernähren. Und die reden. Ein Monteur mit einer Familie. Oh, mein Freund. Du machst dir das Leben aber auch schwer. Was du nicht sagst. Die beiden geben auch ein gutes Pärchen ab. So, dann jumpen wir mal darüber. Wo ist eigentlich unser Kollege hingelaufen? Ich habe eine Menge Action gesehen. Ja, die Klonkriege waren eine wilde Zeit. Es kann nicht mehr als ein paar Jahre alt sein. Ja, ist aber schlechter gealtert als du. Ha! Den Fortschritt kann man wohl nicht aufhalten. Ich finde das immer so interessant, diese Nebengespräche mitzubekommen. Sie können mir nicht genug zahlen, dass ich schaffe, mir das Kernberge. Nur keine Sorge. Du kannst kein Geld ausgeben, wenn du tot bist. Die bekloppten Monteure scheinen das aber nicht zu begreifen. Das solltest du untersuchen lassen. Ich bin sicher, das ist nichts. Das ist nie was. Das ist ein kleiner Hus. Ist da unten irgendwas? Also ich weiß, dass hier versteckte Gegenstände... Ja, ich wollte nur mal gucken. Ich weiß, dass überall versteckte Sachen irgendwie sind. Aber gut, das vielleicht jetzt am Anfangstutorial. Ist ja wahrscheinlich ein Tutorial, noch nicht. Wobei er... Ich weiß nicht, dass dieses Werkzeug die Schicht überstehen wird. Ach, das sagst du jedes Mal. Erinnerst du dich an früher, als die Gilde die Ausrüstung wartete? Ja, das waren noch Zeiten. Dieser imperiale Auftrag ist Banta-Dung. Und damit wir unsere Ausrüstung selbst warten können. Hey, halt den Mund. Man weiß nie, ob nicht einer der Droiden zuhört. Wie die mich einfach ignorieren? Also normalerweise, wenn da einer küsst, sieht das nicht so aus, dass dann einfach die Leute weiterreden. Oh, hier ist ein Rohr kaputt. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lookalike gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Tatsächlich. Ein Separatistenschiff. Das waren doch die Mutterschiffe, ne? Wo ist der hin? Achtung! Vorsicht! Was zur? Alles okay? Ja, ich bin okay. Du musst einen anderen Weg finden. Aber die Leiter ist weg. Kein Problem. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Oh yeah, baby. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Nee, aber kein zugelassener Müll. Müll, aber kein zugelassener Müll. Ich kann noch nicht schlagen oder sowas. Ich gehe ja schon. Ich bin zwar Müll, aber kein zugelassener Müll. Also ich bin schlechter als Müll. Mies. Such Droiden. Ich sehe nichts, was ich einsammeln könnte.
Was waren das denn für Droiden? Ja, ich kann mit denen kommunizieren. Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Der Stabilisator ist aufgefallen. Hier und Terminus. Ich sagte, du sollst den Stabilisator ersetzen. Bruch, das Brüder. Du hast ihn repariert? Sieht das für dich repariert aus? Grün, hast du Burde. Ich dachte zuerst, er redet Russisch, und dann habe ich gemerkt, ah, nee, ist doch kein Russisch. Ich weiß aber auch nicht, welche Sprache das ist. Was war nochmal LT? Linke Taste. Linke Taste und nicht linker Button. Linke Taste ist R2. L2, sorry. L2. Der Spiel halt hier. Mit dem Xbox. Ich kann die Credits förmlich riechen. Das wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Na, ich spiele halt mit einem Xbox Elite Controller. Bin aber tatsächlich, seit ich ein Kind bin, spiele ich eigentlich mit PlayStation Controller. Deswegen ist das immer ungewohnt. Muss ich hier runter oder was? Niemals. Oder bin ich blind? Ja, wo muss ich denn hin? Ah. Hat keinen interessiert, keiner guckt. Leiste nicht, Kerl. Ich will nichts zu sehen. Ich auch. Bring dich nicht selber um. Oh, die kennt mich. Das ist der Plan. Oh, shit. Ich bin ja Jedi, ne? Hallo? Okay. Hätte ich auch drüber gehen können? Tatsächlich. Ich hangel nicht drüber. Ich bin der Hangler. Das erinnert mich gerade voll an Tomb Raider. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Was sind Lasst denn? Lasst euch nicht stören, Jungs. Schrott. Diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, es ist immer noch zu laut. Ich habe doch gesagt, Kopfhörer. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut, bin in Kürze da. Ich hätte mal gesagt, ey, was hängst du da so rum? So. Jetzt hätte ich fast verkackt. Wow. Na super. Ich muss auch immer schön LT drücken. Zumindest drücke ich. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Wie kommst du hierher? Wie kommst du denn her? Ich kann nicht sprinten. Zumindest weiß ich nicht, wie es geht. Wo muss ich denn hin? Darüber wahrscheinlich. Das ist aber schon leichtsinnig. So ein richtiger Assassin's Creed-Profi hier. Seine Vorfahren waren bestimmt Assassinen. Ich wollte gerade sagen, wo springst du denn hin? Oder Skater, vielleicht auch. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's. Ach guck mal, AT-STs. Was sind denn das für Läufer? Alte Klonkriegsläufer? Hat er den tatsächlich durchgeschnitten? Ich will jetzt wissen, ob die den wegtransportieren, die Seite.
Die hätten besser links an der Seite auch einen hingemacht. Naja, gehen wir mal weiter, da passiert nichts. Aber wo muss ich hin? Ach, guck mal, hier auch noch ein alter von den Klonkriegen. Alte Droiden, hier ein paar Helme. Doch wo muss ich hin? Leute, wisst ihr, wo ich hin muss? Oh. Moin. Wir müssen fertig sein, bevor sie diese Tragfläche abtrennen. Ach, schnell. Ich arbeite so schnell ich kann. Wie seid ihr denn hergekommen? Was ist der AT-ST? Was ist das denn? Oh, ich hab's verpasst. Verdammt. Zwei Stück sind da. Die ist aber auch ganz schön am Wackeln, die Antenne da. Ich gehe ja schon weiter. Aber was ist das denn das für ein Tentakelviech da? Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Naja, ruhig bleiben. Alles klar, du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Wow. Alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Ich doch nicht. Fertig. Moment, ich mach das. Sehr gut. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schrottsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, und damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Boah, Alter, das Slide musst du ein bisschen lernen, aber es ist ein bisschen träge. Voll realistisch. Ich folge ihm. Ich versuche es. Oh, ich habe... Alles okay? Karl, ich komm nicht raus. Kopf, durchhalten. Ich rutsche ab. Nein, lass nicht los. Ich kann nicht mehr! Prof! Nein! Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ich sitz nur fest. Kein Pilot. Bring es heraus. Durchhalten. Vorsicht, Kerl! Achtung! Fliegen! Moment!
Froth, geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Hast du das etwa? Das war die Macht, oder was? Das, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Für Leute wie dich gibt's ein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ich habe die Macht eingesetzt. Alles okay bei dir? Ja. Du? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Ja, vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du, dass du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Millisekunde die Augen zu gehabt. So, aber ich habe gerade gemerkt, dass die Umgebungsgeräusche übelst laut sind, aber die Dialoge nicht. Das wollen wir nicht. Wo ist denn der hin? Verpetzt er uns jetzt? Prof? Das wäre echt uncool, Kollege. Prof, warte! Da ist gerade einer... Die Leute verschwinden alle. Die poppen alle weg. Hier waren gerade Leute und die poppen weg. Wo willst du hin? Boah, der sieht ja auch schon heavy aus, der Typ. Könnte träumen. Okay, ich träume. Okay. Der Controller vibriert. Willst du mal gesagt haben? Immer noch nicht schneller gehen. Gehst du auch zu? Nee? Okay. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf,
Identifizierung bereit. In einer Reihe aufstellen. Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Die Inquisitoren, oder nicht? Oder wie die heißen? Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure wurden zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur so ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium sind wir doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Überprüfe die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Schweig. Hier ist Jedi. Alter, wie geil ist das denn? Er soll alles hier wegmetzeln. Wobei, das hätte ich jetzt, ich wollte die ausreden lassen. Aber dann hätten die vielleicht Verstärkung. Kann ich die eigentlich... Oh, geil, Alter. Also ich habe ja schon viele Spiele mit Lichtschwert gespielt. Also das aber ist ein Funke, ein Jedi, sei was das. Der kommt nicht vorbei. Der Verräter, Feuer! Ich bin fertig mit dem. Alter, das fühlt sich so heftig an. Kontakt bestätigt. Erschieß ihn. Du musst zielen, Kollege. Okay, Jedi. Kämpf mit mir. Nicht? Das fühlt sich ultra heftig an. Eine gute Abwehr. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Cool. Alter. Tür ist versiegelt. Im richtigen Moment muss ich blocken drücken. Das Lichtschwert spielt sich echt heftig an. Vielleicht liegt es auch an der Controller-Vibration und so. Ultra gut. Okay, das ist meine Machtkraft. Geht nicht. Nur ein Ausweg. Bewegung bleiben. Geil. Immer schön
Deckung. Kann ich schleichen? Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Da war ein Geräusch. Oh nein. Nice. Oh, ich würde ihm gern in Einzelteile schnippeln. Schönes Ding. Geil. Ja, kommt ruhig alle miteinander, ist okay. Upsala. Ach so, ich soll die nicht platt machen, ich soll blocken. Also. Jetzt will nur noch ich übrig. Ich will sehen, wie du das machst. Oh, ich kann die Zeit ein bisschen anhalten. Ich verstehe. Ein Eindringling? Ja, du bist schnell. Ja, ich bin schon Profi, seht ihr alle, ne? Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit. Ach, schade. Jedi. Ich hab's verkackt. Ich wollte den Sprung machen. Alter, das ist immer noch. Wo muss ich denn lang? Hey, das habe ich doch gerade eben probiert. Das ging nicht. Kollege. Nur du und ich abschauen. Ich dachte, ich springe jetzt da runter. Ich brauche ein bisschen Leben. Ich brauche Machtheilung. Jetzt werde ich bestimmt gegriffen oder so. Nee, ich dachte, da kütt jetzt direkt einer. Der mich so an der Seite direkt packt. Oh nein! Auch Deckung! Zwischen den Salven nach vorn! Jetzt! Ich schaffe das! Oh shit! Jetzt kann ich zumindest sprinten! Er ist hier! Ich bin bereit für ihn! Ich brauche Leben. Ja, das war die Kupplung. Ich muss runter. Wo ist denn der... Ist das Fliegeding weg oder was? Nein.
Das ist übel. Ich kann nur rauf. Ich bin ja auf dem Weg. Da kommt gleich bestimmt ein Felsen und haut dir das ab. Scheiße! Go, go, go! Oh-oh. Wer seid ihr? Weiter! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Lass mich doch rüberspringen! Oi, 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 oi. So, ich bin endlich wieder oben. Aufpassen! Moin! Ich verfolge ihn! Ihr wollt mich runterschießen? Ich hab das vergessen, Alter. Oh, mächtig. Also ohne Spaß. Ihr müsst das Controller-Feeling spüren. Das Lichtschwert spürt sich so mächtig an. Mit dem Controller und hier durch die Steuerung. Geil. Ich schieß doch. Der weiß schon Bescheid. Scheiße, er hat mich erwischt. Scheiße. Was jetzt? Der Zug hält? Nicht gut. Okay. Ja. Okay. Okay. Zum Glück geht die Tür schnell genug auf. Okay, okay. Ich springe. Ja, mach Sprung 3, kein Problem. Wieso hältst du dich nicht fest? Oh oh. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Kein Problem, ich mach dich kaputt, Junge. Oh, ich kann ihn nicht blocken. Ich kann ihn nicht blocken. Was ist da los? Ich block doch. Zumindest habe ich wieder... Ich will die kontern. Oh, Scheiße, Alter. Du blutest wie alle anderen. Ja, du blutest aber auch. Kann ich auch. Hier, da. Meine Geduld hat Grenzen. Ja, dann
Mach doch hinne. Du bist zu langsam für mich. Das ist zu einfach. Scheiße, ich bin gleich tot. Hast du Angst? Was war das denn? Schnell an Bord! Das Lichtschwert aus, Junge. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Breeze Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Oh. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen? Spinner. Man sieht Schuhe im Bett aus. Oh. Also das war's auf jeden Fall für die erste Folge. Bis jetzt ein geiles Spiel. Das werde ich auf jeden Fall zu Ende spielen. Also auf jeden. Ich habe mir überlegt, das kommt jetzt zum selben Zeitpunkt wie Swotor, also immer jeden zweiten Tag mit Swotor zusammen, ist sozusagen jetzt immer der Star Wars Tag.
Und in den anderen Tagen kommt dann halt Rimworld und die Outer Worlds. Ich muss auch gucken, Planet Zoo will ich auch spielen. Ob ich es aufnehme, weiß ich nicht. Dasselbe wie mit Age of Empire Definitive Edition. Pokémon Schwert nehme ich nicht auf. Das will ich einfach so spielen. Ja. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao!